Ich würde also sagen, dass auch Menschen, zum Beispiel wie die Kommunisten, eine Religion haben, nämlich sie glauben an die Wissenschaft. Sie glauben unbedingt an die moderne Wissenschaft. Und diese unbedingte Glauben, das heißt das Vertrauen auf die Sicherheit der Ergebnisse der Wissenschaften, ist ein Glauben und ist in gewissem Sinne etwas, was über den einzelnen Menschen hinausgeht und ist also eine Religion. Und ich würde sagen, kein Mensch ist ohne Religion und jeder Mensch ist in gewisser Weise über sich hinaus, das heißt verrückt.